Herzlich willkommen zum neuen Patch-Video hier auf Mr. Brony LP. Ja, wir haben jetzt den 5. August. Wir haben den Caustic im Teamspeak. Hallöchen. Und wir haben einen Patch. Ach nee, wie kommen wir drauf? Ich zeige euch jetzt einfach mal, was in diesem Patch neu dazugekommen ist. Mit dem Caustic. Und wir fangen dann direkt mal an. Wir sehen, die Grastextur wurde schon wieder geändert. Ich spiele auf Medium, deswegen sieht das Ganze auch so scheiße aus. Vielleicht sieht es so scheiße aus, weil es auf High ist. Keine Ahnung. Ich muss es auf Medium spielen, wenn ich aufnehmen möchte. Okay. Weiter geht's. Wir sehen jetzt hier Last Map Colorado und daneben ist jetzt so ein Kartensymbol. Das bedeutet, ihr könnt darauf drücken und dann seht ihr, wo eure Charaktere jetzt überall stehen. Sehr, sehr geile Sache, weil da müsste man sich das nicht immer aufschreiben und so. Finde ich sehr geil, oder Kostja? Auf jeden Fall sehr nice. So, was ist denn noch dazu gekommen? Im Skill Tree ist nichts dazu gekommen. Da bleibt es bei meinen 73.000 XP über. ja, im Menü ist an sich nichts mehr dazu gekommen. Wir können aber jetzt hier mal gucken. Und zwar haben sie jetzt die Backpacks erhöht. Das freut jetzt den einen oder anderen. Mich freut's nicht. Den Kostik, der freut sich jetzt wie Sand am Meer. Ja. Oh, Military-Rucksack, 60 Kilo. Ja. Jawohl, Alter. Das ist doch mal wieder geil. Ja, super. Back to the roots, Ja, bitches. deine Mutter. Nein. Nein. Man beleidigt nicht die Mütter anderer Leute. Merkt euch das? Nein, also der Medium Backpack, der Standard Backpack ist jetzt von 15 auf 30 Kilo erhöht worden. Nee. Der Small Backpack ist der, den man am Anfang hat. Der ist von 10 auf 20 Kilo jetzt gegangen. Der Medium denn von 15 bis 30. Ich zeige euch die jetzt einfach mal kurz, damit ihr sie auch mal kurz sehen könnt. Also wir haben hier die ganzen Rucksäcke. So, das hier ist der Medium Backpack. Das ist den ihr öfters mal findet. Der kann jetzt 30 Kilo. Den Standard Rucksack. Warum auch immer die den für GC hier verkaufen, kann man jetzt 20 Kilo mittragen. Das heißt, man kann locker schon mal eine M107 mittragen ohne Probleme. Der Large Backpack ist von 20 auf 40 Kilo hochgegangen. Der Military ist von 30 auf 60 hochgegangen. Der Teddybär-Rucksack ist von 10 auf 20 hochgegangen. Also immer ein Kilo, ne? Der Alice-Rucksack ist von 30 Kilo. Der war eigentlich bei 25, oder? Auf Jo. 45 gegangen. Und dann haben wir noch den GameSpot Backpack, den ihr bekommen hattet früher in der Alpha, wenn ihr euch in dem Forum angemeldet habt. Der ist von 15 auf 30 gegangen. Und der Santa Backpack, den Weihnachtssack von 30 auf 45 Kilo hochgegangen. Ja, an sich hat sich sonst hier nichts mehr geändert im Menü. Den Rest finden wir im Spiel und das tun wir jetzt einfach mal. Wir sehen uns jetzt gleich im Boulder City. So, Leute, wir sind jetzt im Spiel und werden uns das Ganze jetzt mal hier ein wenig anschauen. Und zwar sehen wir da schon ein Pony, ein Zombie. Ach du Scheiße, ey. Ein Pony. So, wir. Hey! Hi, I'm Piggy Pie. The zombie is not attacking. Der Shamlight! Komm her, Mr. Zombie! So. Ja, es gibt jetzt Sprinter-Zombies. Irgendwie bewegen die sich alle noch ein bisschen. Also die Zombies bewegen sich jetzt anders, Leute. Ihr müsst euch das vorstellen, vorher war es so, dass die Zombies direkt auf euch losgelaufen sind. Kennt ihr? Ja? Die Zombies laufen auf einen direkt hinzu. Das haben sie jetzt geändert. Die Zombies umlaufen euch jetzt. Hey Leute, die Lampen gehen im Boulder. Ja, Mann, ist mir gerade auch aufgefallen. So. Und, da sieht. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ey, scheiße, ich hab Angst, Alter. Alter, der Zombie ist gerade auf mich. Alter. Seht ihr, sie probiert mich zu umlaufen. Es sieht zwar natürlich ein bisschen beschissen aus. Mit dem Wegen. Und das sah gerade auch ein bisschen sehr fail aus. Und, ja, an sich ist es eine. What the fuck the fuck? An sich ist es eine sehr geile Idee. Jetzt wird es immer mehr zum Survival-Spiel. Ihr seht's ja. Es wird jetzt schwieriger, wenn ihr euch jetzt schon einen Zombie habt, der kommt jetzt von rechts. Und wenn ihr jetzt eine ganze Horde habt, das können wir jetzt gleich mal tun.
Wir können ja mal gleich zum Tunnel, Alter. Ja, wir können gleich einfach mal zu. Wo bist denn du gerade, Kostja? Ich bin beim Castle Pine. Ach so. Ja, super. Ja, warte, ich zeig euch das einfach mal. Ich renne jetzt mal. Ich werde mal kurz den hier töten. So. Und. Ja, also es ist ein bisschen doof, dass die jetzt so im komischen Kreis laufen. Aber irgendwie, ja, das hier haben sie noch nicht behoben. Das wird erst mit dem neuen Map-Update sein. Aber an sich finde ich das mit diesen Runner-Zombies eigentlich eine ziemlich geile Idee, muss ich mal dazu sagen. Ja, ich glaube, wenn man wegrennt vor denen, dann fangen die auch an zu rennen. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Komm mal her, Bitch. Komm mal her. Guck mal, sie. Hä? Jetzt kann man mit den Zombies voll spielen, dadurch, dass sie im Kreis laufen, Kostja. Kann man mit denen echt gesagt spielen. Also ich glaube, ich habe schon wieder eine neue Methode gefunden, Zombies zu meucheln. Ja, solange sie alleine sind. Solange sie alleine sind, ja. Also die Lichter sind jetzt an, aber eine Lichtquelle geben sie jetzt noch nicht, okay. Irgendwie soll man jetzt auch Items droppen können und die auf einem. Okay, ja, Nahkampfwaffen gehen nicht. Ja, ihr habt ja jetzt gerade gesehen, die Zombies sprinten und so. So ziemlich komisch, DE und so. Es sieht schon ziemlich creepy aus. Aber irgendwie machen sie es nicht so oft, wie sie es eigentlich machen sollten. Und ja, das müssen sie auf jeden Fall noch verändern mit diesen ganzen Laufwegen. Ihr seht es gerade, der fällt da ganz schön, der Peter hier. Ja, aber es wurde gefixt. Der Kollisionsbug in der Police Station wurde behoben. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo der war. Hast du da eine Ahnung, Costa? Nein, wüsste ich jetzt nicht. Irgendein Fehler sollte da jetzt gewesen sein. Er ist ja eigentlich ziemlich entspannt, so die Zombies zu töten, weil die laufen ja extrem erstmal rum und da hast du erstmal total Zeit, die zu töten. Egal. Dann wurde der Crash inside the Med Center in Clearview behoben. Habe ich auch noch nie gehabt, muss ich sagen. Manche Leute haben Ja, Fehler. gut, wir sind ja kaum in Clearview unterwegs. Ja, aber wenn ich da mal war, habe ich nie einen Fehler gehabt. Aber okay. Die Items wurden geändert, Leute. Die Item-Spawns. Es soll jetzt irgendwie. Also, so wie Costa mir das übersetzt hat mit seinem Englisch. Ja, die wurden einfach verschoben, Sie die wurden verschoben. Item-Spawns. Ja, genau, sie wurden einfach verschoben. Sprich, auf eine andere Stelle verfrachtet oder was weiß ich, so wie die Entwickler denken, wo es besser wäre. Ein bisschen Dynamik reinbringen, nicht den ganzen Farmern und so die ganzen Items überlassen, sondern aber Genau, andere. das machen die Entwickler ja sehr gerne. Das haben die schon öfters gemacht, dass sie die Spawnpunkte verschoben haben. Was ich auch super finde. Ja. Kann man immer mal wieder rumprobieren, wo jetzt was spawnt, ne? Und nicht einfach nur die Punkte ablaufen, wie bekloppt. Ja, das ist auch ziemlich gut, ja. Habe ich jetzt auch ehrlich gesagt nichts dagegen. Ich bin ja einer, der öfters farmen geht und das wird einfach nach einer Weile auch übelst boring, wenn man das die ganze Zeit macht. Wir gucken ja jetzt mal, ob hier die Map-Grenzen noch da sind. Wenn nicht, dann hat Frank jetzt ein ziemliches Problem. Ja, die Map-Grenzen sind noch da. Was haben wir denn noch? Genau, der Bug wurde gefixt. Es kannten ja Leute, dass sie ein Disconnect vom Server bekommen haben, wenn sie die ganze Zeit wie so Behinderter das hier gemacht haben. Das soll jetzt behoben sein. Das probieren wir mal aus. Push, push, push. Uah. Okay, haben sie gefixt. Ich wäre jetzt normalerweise schon 10-mal rausgeschmissen worden. Ja, das war ein Bug. Das war, also ich hätte jetzt gedacht, das wäre gewollt, damit Leute, wenn jetzt auf PvP ist, dass die Leute nicht die ganze Zeit so machen und nicht getroffen werden. Die Leute wurden aber disconnected und haben damit ein Fast Disconnect begangen. Das heißt Was Combat denn? Lockout. Ganze Zeit ducken. Ah, Ducken drücken ne. und so. Finde ich ganz gut, dass sie das jetzt auch behoben haben. Auf einer anderen Art und Weise, okay. Jetzt kann man die ganze Zeit. Sniper trifft mich nicht. Ja. Mal gucken, ob das hier immer noch nicht. Ach, guck mal, man kann wieder auf dem Berghang sich hinducken. Nee, doch nicht. Das ist immer noch ein Fehler. Das nicht machen an so einem Berghang, sich irgendwie ducken oder hinlegen. Ihr werdet euch hassen, wenn ihr das macht.
Ja, was haben sie denn noch geändert? Sie haben jetzt was geändert im außerhalb des Spiels. Das zeige ich euch jetzt einfach mal. Der Disconnect ist leider immer noch so lange, aber okay. Bevor die ganzen Combat-Lockout-Spastis immer ausloggen, ist es ganz okay. Schreibt mal in die Kommentare, wie findet ihr denn das mit den Zombies? Generell, ob die sich jetzt schneller bewegen, sich also in Formation auf euch loslaufen, links, rechts, hinter euch, so ein bisschen schlauer wirken. Natürlich sieht das jetzt noch nicht so super aus. Ja, muss man mal dazu sagen. Aber, ja. So, wir gucken jetzt einfach mal. Ich kann jetzt irgendwas mit dem Caustic machen. Jetzt könnt ihr hier gucken, Game Time Limit. Ich kann jetzt hier den Leuten, bevor sie hier behindert rumfahren, kann ich jetzt sagen, dass Caustic jetzt nur noch 5 Minuten hier drauf spielen darf. Ich stelle das mal kurz ein. Sind das 5 Minuten oder sind das 5 Stunden? Das steht noch nicht hier. Das kann ich jetzt nicht sagen. Wir gucken mal kurz. Input Na, Game Time probieren wir es aus. Limit. Ich mache mal eine 1 Minute. Oder ich trage da jetzt einfach mal eine 1 ein. Und wir schauen mal, ob Kostja dann rausfliegt. In der Zeit erzähle ich noch ein bisschen was über die Zombies. Ja, wie gesagt, schreibt das auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr von den Zombies haltet. Und ob ihr das interessant findet, dass sie sich jetzt ändern. Man hat ja vorher auch den Zombie in Campus City sehen können, der auf den Container war. Der hat ja schon mal die Haltung probiert, so gesagt. Und ich finde es gut, dass die Entwickler so eine kleine Easter Eggs lassen, um zu gucken, wie sich das Ganze ja, entwickelt. Und da kann man ja immer noch so gucken, ja, was ist das für ein Zombie, was wird das für einen Sinn haben, dann gehen Gerüchte rum und und. Das finde ich an sich eigentlich ziemlich awesome, muss ich sagen. Und das macht bis heutzutage machen die Spieleentwickler auch sowas wie Crysis 2, wo dann auf einmal die Zellsoldaten da im Fahrstuhl rumgetanzt haben. Kennst du das, Kostja? Nee. Ja, da haben die auf jeden Fall rumgetanzt. Und das sind aber nicht Easter Eggs, die was auf das nächste Spiel verraten, sondern das sind einfach nur irgendwelche behinderten Dings. Sondern so Easter Eggs, die wirklich auch mal was verraten. Das ist ziemlich geil und sowas feiere ich. Ne? Für die Leute, die jetzt ja auch der Meinung waren, an dem Spiel wird nichts gemacht und so, also die irren sich total. Ja, die Hater, die das Spiel hier am rumhaten sind, die haben echt keine Ahnung, wie momentan der Stand ist. Die haben das Spiel zur Alpha gezockt, ja, und haben gesagt, das Spiel ist scheiße. In der Alpha, Leute, in der Alpha. Okay? Okay. Und was soll ich sagen? Es ist einfach dumm, ein Spiel in der Alpha zu bewerten. Das habe ich auch schon mal, glaube ich, gesagt zu GameStar. Ja, die haben ja auch einen Test über War Z gemacht, wo das Spiel in der Alpha war. Also so dumm kann doch kein Mensch sein, sorry, aber ist so. Ich kann einfach kein Spiel bewerten, wenn es in der Alpha ist. Battlefield ist zwar in der Beta, in der inoffiziellen Beta, Battlefield 3. Ja. Aber da ist das Spiel eigentlich schon im Goldstatus, also im fertigen Status. So zumindest EA. Meiner Meinung nach nicht, weil Metro ist immer noch ziemlich heftig verbuggt und generell die komplette Spielscheiße ist verbuggt wie Sau. Für die Leute, die jetzt nicht wissen, hey, ist da nicht verbuggt und so, Battlefield 3 ist das verbuggteste Spiel, was ich eigentlich bis jetzt gesehen habe, außer Arma 2. Ja. Guckt einfach mal bei den YouTuber GamesBro da vorbei, der Link ist unten in der Beschreibung. Guckt euch die ganzen Game-Fails an, ja, da ist Battlefield zu 90% vertreten, ja, und da versteht ihr auch mal, warum Leute wie ich das Spiel runterhalten. Ich sehe nicht das Spiel so, Gameplay-technisch ist das Spiel eigentlich auch völlig für den Arsch, ja, gegenüber den alten Battlefields. Battlefield 4 wird da echt besser, aber okay, das hat eigentlich alles hier gar nichts mit War Z zu tun. Kostik, bist du schon runtergeflogen? Nee, noch nicht. Okay, du bist Dann ist es scheiße. wohl für eine Stunde. Dann ist das wohl für 1 Stunde. Dann, Wäre nice, wenn du es rausnimmst. nein. Du fliegst. Warte, kann ich 0, 0, boah, 0,01 mache ich jetzt mal. So, mal gucken, ob das funktioniert, Leute. 0,01 ist eigentlich 1 Sekunde. 1 Minute würde ich jetzt sagen, wenn die 1 als Stunde da steht. Dann lasst uns nochmal kurz 1 Stunde reden. Ja, zu der. Eine Stunde. Nein, nein, 1 Minute. Zu der Map
Update zu Colorado gibt es jetzt nämlich auch News, Leute. Es ist offiziell bei den Entwicklern als Alpha das Map-Update. Sie werden probieren, es in die in den Public Beta Test reinzukriegen, also in DLC. Was sie nun damit machen, keine Ahnung, kann ich jetzt nicht sagen. Aber ja, ich werde mich auf jeden Fall freuen auf die Map. Kostja, bist du schon rausgeflogen? Nope. Mann, verpiss dich da endlich mal, Alter. Was ist mit dir los? Nope. Nope. Guckt euch den an, den Typen hier mit seinen 12.000 XP. 12.000. Warte, ich. Derzeit, wo der da rumläuft, Leute, zeige ich euch mal ein bisschen was. Und zwar ist das hier unser Clan. Hier seht ihr den Jerstyle Russ mit 25.000 XP. Ja. Ach, jetzt halt doch die Schnauze. Und jetzt passt mal auf. Doch nicht jemanden. Guckt mal hier, ja. Mr. Brownie LP, da sind so viele Zahlen, das wird schon gar nicht mehr angezeigt. Fluttershy, mein anderer Charakter, ist auch schon höher als Kostja. Applejack ist auch schon höher als Kostja. Ja, aber auch nur, weil Kostja noch ein Real Life hat. Ja, du ein Real Life. Ja, du spitzt. So, und jetzt gucken wir uns nochmal hier ein bisschen in der Experience-Liste um. Wo ich denn jetzt abgesagt bin. Ich bin jetzt auf Platz 108 in der Weltrangliste, Leute. Nein. wir haben es 1 Uhr. Nee, wir haben es jetzt mittlerweile 2 Uhr nachts. Und ich klatsche hier rum. Egal. Kostik, du bist nicht runtergeflogen? Nope. Leider konnten wir es jetzt nicht testen. Tut mir leid, Leute. Tut mir echt leid. Ja, was wurde denn noch geändert? Fix it, few server exploit reloading and unloading items in backpack. Kostja, was kann man dazu sagen? Ja, halt, es wurde ein Fehler behoben, der auftrat, wenn man ein Backpack geändert hat, also umgezogen hat, halt, dass Items rausgefallen sind und dabei konnten auch gern mal Items verschwinden. What? Ja. Wenn du zum Beispiel ein Large Backpack hattest, wo alle Slots besetzt waren und dann Medium anziehst, fallen ja die übrigen Slots, übrigen Items raus. Digga, ich hab nur Military-Rucksäcke im Dings. Ich hab 36 Military-Rucksäcke. Normale Menschen, keine Cheater. Fick dich, ich cheate nicht, Mann. Nicht mehr. Aber sagt der hier, der No-Clipper und so, weißt du? Ja, ja. Das war doch nur Spaß. Jetzt. Ja, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant, Alter. Was haben sie noch? Fix it for server exploit. Stacking not stackable items in backpack. Was ist damit gemeint? Nice. Was ist damit gemeint? Ja, halt Items, die vorher nicht stackbar waren. Oder die nicht stackbar waren und trotzdem gestackt wurden. Dass sie jetzt nicht mehr gestackt werden können. Oder halt umgekehrt. Auch Rucksäcke konnten nicht gesteckt werden. Aber okay. Ja, zum Beispiel. Die Nailgun wurde geändert auch noch. Man guckt jetzt nicht mehr direkt in die Mitte von der Nailgun, sodass man nicht sieht, wo man hinguckt, sondern man guckt jetzt ein bisschen drüber. Das ist ganz gut. Dann hat das Ding auch endlich mal einen Sinn. Wer eine braucht, muss da Bescheid sein. Ich habe 2 Stück davon. Schreibt es in die Kommentare. Ich suche mir irgendjemanden aus. Wenn ihr sowas haben wollt oder so, ne? Was haben wir denn noch? Wir haben Kostja zu verschenken. Nein, Scherz. Nein, der den bleibt bei mir. Eh keiner. Der bleibt bei mir. Oh nein, jetzt kommt's wieder. Oh, Brownie Faggot. Nein. Okay. Und was haben wir hier? Fix it a bug that was not equipped. Equipping items when pick it up. Ja, items. Hüte. Was? Wie zum Beispiel Hüte. Was ist damit? Ein paar Hüte hast du aufgenommen, die wurden aber nicht sofort angezogen. Ja. Jetzt, wie ich das verstanden habe, wenn du die Hüte aufnimmst, werden sie auch direkt angezogen, wenn du noch keinen Hut auf hast. Ja, das war doch vorher auch so, Alter. Nee, bei mir war nicht jeder Hut. Ja, ich habe Nachtsichtgerät aufgehoben. Ins Inventar, ja. Ein paar wurden sofort angezogen. Lol, okay. Na, ich hatte Nachtsichtgerät aufgehoben. Druff. Direkt klare Sicht in der Nacht. Bevorzugt hier bei dem Spiel. Alter Maul. Du hast doch ein heimliches Abkommen mit Hammerpoint. Stani, Alter. Sag so wie Frank, ich werd bezahlt von denen.
Leute, jetzt wisst ihr es. Ihr wisst es. Warum so viele WoW-Videos kommen? Ich werde bezahlt von Hammerpoint. Sorry. Sorry. Nein, ich werde natürlich nicht bezahlt von denen. Das wäre ja schön. Ich würde locker ins Map-Design gehen. Das habe ich nämlich drauf. Und ja, an sich war es das jetzt vom Patch. Es hört sich ja alles ziemlich gut an. Ich will jetzt aber die neue Map haben. Das ist eigentlich ziemlich wichtig. Schreibt in die Kommentare, was ihr von dem Patch haltet mit den Backpacks, dass die jetzt mehr tragen können und so. Ist jetzt ein bisschen unrealistisch, dass ich jetzt 1000 Waffen bei haben kann. Das fand ich vorher ein bisschen besser. Da könnten sie das vom DayZ-Format rübernehmen. Ne, Kostja? Ja, das mit den Slots, das könnten die wirklich übernehmen. So, ich meine, eine M107 würde sehr viel Platz oder wird gar nicht in einen Rucksack reinpassen. Besser Eigentlich nicht. gesagt. Eigentlich nicht. Die könnte man auf dem Rücken projizieren oder abbilden, wie auch immer. Ja. Also, ja, das könnten die noch, da könnten die noch dran arbeiten. Ja, wie findet ihr das außerdem, dass die Spawns verändert worden sind? Dass ihr jetzt das mit der Map hier machen könnt. Also da gibt es eigentlich nichts gegen zu sprechen. Das ist eigentlich ein ziemlich gutes Feature. Die Bugs, ja, Bugs wurden behoben. Jetzt ist schön und so. Danke und so. Ich hatte den meisten Teil der Bugs hatte ich nicht, muss ich sagen. Aber okay. Und wie findet ihr das mit den Zombies? Das ist sehr wichtig. Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos mit Kostja. Das war's von mir. Kostja sagt jetzt gleich nochmal auf Russisch Tschüss. Das könnte ich eigentlich auch machen, aber bei Kostja hört sich das viel cooler an. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Video. Ja, das wird dann ja spokojne noći.